Straße und ist Verkäuferin bei Rebecca in Moabit. Ihr hängt ihr Job schon lang, so lang zum Halse raus, weil sie vom Leben fast nichts sieht. Von früh um 8 bis abends 6 muss sie im Laden stehen. Was soll sie da auch sehen? Mal krank zu feiern, hat sie sich nie getraut, dann wär mit der Arbeit Schluss. Ihr Chef hat grinsend schon am ersten Tag gesagt, dass niemand hier arbeiten muss. Wer lang zu Hause bleibt, der kann gehen. Krank feiern ist Betrug. Es warten noch genug. Wenn sie abends dann von ihrer Arbeit kommt, dann rückt sie den Sessel vor die Wand, wo die Fototapete von den Bahamas klebt, mit blauem Meer und weißem Strand. Vom Plattenteller neben ihr ist Live-Musik zu hören. Jetzt kann sie nichts mehr stören. Über ihre Haut, die Sonne ist rot Heroin. Wenn sie die Augen zu weit in die Ferne schaut, sieht sie ein Schiff vorüberziehen. Sie träumt sich ganz weit von hier fort. Und sie träumt nicht nur, sie lebt, bis der Plattenarm sich hebt. Morgen im Laden geht sie dann schon manchmal zum Gemüsestand. Abteilung Südfrucht, da ist ihr Lieblingsplatz und sie lehnt sich an die Wand. Die Kokosnuss, sie kommt von dort, wo ich am Abend bin. Sie lächelt vor sich hin.